Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch zusammen mit Plan. Und wir machen wieder eine BFF-Challenge. Und zwar nicht nur irgendeine, sondern eine Twin-Telepathy-Challenge. Aber Leute, bei dieser Telepathy-Challenge haben wir das Ganze nach unseren Regeln entschieden zu spielen. Denn es ist ja die BFF-Edition. Schafft es Lan, all die Zutaten rauszusuchen, die ich in einen Milchshake reintun würde? Finden wir es heraus. Gibt es zwischen uns telepathische Kräfte? Gibt es überhaupt Telepathie? Das frage ich mich wirklich. Ich bin echt gespannt, wie die Challenge enden wird. Ob Lan dasselbe auswählen wird, ohne zu gucken, was ich auswähle. Und ob es am Ende auch lecker wird. Das ist auch die Frage. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare jetzt mal, ob ihr an Telepathie glaubt. Habt ihr irgendwie mal so komische Erlebnisse gehabt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und springt die Daumen nach oben, Leute. Bei 32.201 Menschen. Eine geile Like-Zahl, ey. Warum die Zahl? Warum keine Ahnung. 32.000? Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wenn wir die Zahl erreichen, gibt es wieder eine weitere BFF-Challenge. Mit der neben mir. Und ich würde sagen, let's go. So, ich habe jetzt alle Milchshakes hingestellt. Wir haben hier Schokolade, Erdbeer und Vanille. Und jetzt, müssen wir am besten dasselbe wählen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Okay, ich wähle jetzt aus. Was hast du genommen? Oh, okay, Erdbeer. Vanille. Ja! Das fängt schon gut an, Mann. Warum hast du Erdbeer genommen? Weil ich Erdbeer mag. Ja, und das packen wir jetzt in unsere Schale. Und als wir nächstes... das eh später. Als nächstes kommen noch irgendwie ein paar Zutaten dazu. Das wird am Ende voll der Monster-Shake. Ohne Mist jetzt. Runde Nummer 2 und... jetzt bin ich gespannt, ob Lan errät, was ich aussuchen würde, was in den Milchshake reinkommt. Und zwar haben wir einmal Raffaello, Kinderschokolade und wir haben Bueno. Oh, das wird richtig schwierig. Ich glaube, du magst Bueno, aber du magst auch Kokosnuss. Okay, ich habe auch ausgewählt. Ich auch. Okay, zeig jetzt. 1, 2, 3. Hä, warum nimmst du beides? Obwohl, ja, ich hätte auch beides nehmen können eigentlich, aber eigentlich sollte man sich nur für eine Sache entscheiden. Ach so. Natürlich würde ich Bueno reinmachen, aber Erdbeer mit Bueno Lan, das ist echt eine komische Mischung. Ich weiß nicht, ob das schmeckt. Mich wundert es, dass du das hinbekommen hast, weil ich mag wirklich auch Kokosnuss, Leute. Das stimmt, ich liebe auch Raffaello und ich liebe diese Creme da drin. Oh mein Gott, es gibt nichts Besseres als diese Creme. Das war richtig gut, sie ist sogar ins Detail gegangen. Hallo, das ist noch mehr als Telepathie. Das ist einfach Next-Level-Telepathie. Wenn ihr das Ganze auch noch mit Lan sehen wollt, lasst uns das unbedingt wissen. Ich bin nämlich gespannt, ob ich Lans Geschmack treffen würde. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Dritte Runde, Leute. Oh mein Gott, das wird so eine Kalorienbombe, ohne Mist. Und zwar haben wir einmal Kokosnusscreme. Wir haben einmal Snickers. Und wir haben einmal Nutella. Was würde ich in meinen Shake rein tun? Oh mein Gott, ich muss selber überlegen. Ich glaube, du würdest Kokosnuss nehmen oder Peanut Butter. Okay, ich habe mich entschieden. Ich 1, 2, 3. Was? Was? Warum Nutella? Ich liebe Nutella. Echt, das wusste ich nicht. Also ich habe auch die Kokosnusscreme, die hatte ich schon vorher und die habe ich auch schon angebrochen, also es zählt ein bisschen. Ja, keine Ahnung, ich hatte irgendwie Bock auf Nutella, weil das würde auch gut zum Bueno passen und ich mag Nutella einfach. Ja, Lan, jetzt musst du das reintun. Ja, okay. Ich hoffe für dich, am Ende schmeckt mir dein Milchshake. Wieso musst du Nutella nehmen? Du musst mehr telepathische Energie hier rüberschicken. Ja, mir egal, hau einfach rein. Bang, 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 okay. Bang. Ich würde sagen so... Oh mein Gott! Du liebst ja Kokosnuss. Du magst Kokoseis. Du magst Kokoseis, Mochi-Eis. Du magst Kokoskuchen. Und dann musst du ausgerechnet Nutella nehmen. Hallo, ich hatte letztens mal Kokos-Schokokuchen hier. Ja, guck. Ja, Schokoladeladen. Kokosnuss. Es gibt ja keinen Nutella-Kuchen. Sonst soll ich auch Nutella essen. Ich hatte vor lange keinen Nutella mehr. So Leute, kommen wir jetzt zur vierten Runde. Ich habe jetzt alles vorbereitet und zwar haben wir zur Auswahl einmal richtig leckere frische Erdbeeren. Wir haben ein frisches Stück Melone, Wassermelone und Himbeeren, frische. Alles fresh und gesund. Okay, ich habe mich entschieden. Mmh,
Ich habe aber schon. Ich habe. Was wolltest du sagen, Jan? Ich habe schon Erdbeeren. Wie nicht drin. Das Falsche? Und wenn ich Erdbeeren reinhaue, dann habe ich wieder Erdbeeren. Was nehme ich? Oder Wassermelone? Ist das wohl eine gute Kombi? Ich nehme Wassermelone. What? Erdbeeren gewählt. Du kommst aber auf Wassermelone. Also ich liebe Wassermelone. Ja, aber ich würde niemals Wassermelone in einen Milchshake tun. Die Wassermelone gibt die Frische, weißt du? Also bislang sieht mein Milchshake echt lecker aus. Mein Milchshake sieht auch lecker aus. So, alles passt irgendwie zusammen. Ich würde es auch so trinken, wenn ich es irgendwo bekommen würde. Aber deiner weiß ich nicht. Auch. Schmeckt der? Ew. Ernsthaft, du würdest den so trinken? Ja. Guck nicht. Siehst du, es voll schön. Und dein so? Schön pink. Hast du da noch Kerne drin gelassen? Ich sehe irgendwas Schwarzes. Nein, habe ich. Was ist das Schwarze da? Ich will das nicht trinken. Also das, Leute, ist meins. Also findet ihr nicht, dass es voll lecker aussieht? Lecker. Und das ist Lans Suppe hier. Das ist kein Milchshake, das ist Suppe, Digga. Und da noch diese Creme, die da so rausguckt. Iu. Das auf jeden Fall noch ein Kern drin, Lan. Egal, kannst du doch essen. Iu. Du bist voll eklig, Lan. Okay, Leute, seid ihr bereit für die fünfte Runde? Aber diesmal gibt es wirklich was Ungesundes. Aber es muss einfach rein. Mal gucken, ob es schmeckt. Und zwar Donuts. Und zwar haben wir diese hier zur Auswahl. So, Lan, wirklich schwer, weil ich liebe einfach generell Donuts. Egal, was man mir für Donuts holt. Ich esse eigentlich immer alle. Aber, für welchen werde ich mich entscheiden diesmal? Hast du schon eine Ahnung? Ja, ich glaube, du magst Oreo oder das Pinke. Ich weiß nicht, was ist das Pinke. Egal. Ich glaube, ich habe schon. Okay, 1, 2, 3. Ja! Weißt du, ich habe voll Gänsehaut gerade. Ich habe richtig Gänsehaut. Lacht. Weil ich hatte auf Oreo gezeigt, als du das meintest, ich glaube Oreo. Und dann hatte ich auch so ein bisschen so meine Hand bei dem Strawberry Frosted Sprinkles. Ich wollte eigentlich sagen, ich würde den normalerweise auch wählen. Aber wenn ich wirklich mich entscheiden müsste, welchen ich esse, dann würde ich den Oreo essen, weil der hat auch noch eine Füllung drin. Ja, das riecht voll gut. Ja. Ja, ich probiere, ne? Warte, ich probiere auch mal. So riesig, Digga. Oh, wow. Das schmeckt lieber. Voll gut. Leute, guckt mal bitte euch diese Füllung an, ey. Ich probiere jetzt mal. Himmlisch. Mann, ey, ich schmeiß das jetzt einfach hier rein. Rest in peace. So sieht aktuell mein Milchshake aus, aber eigentlich hat das auch wieder was. Irgendwie wie so eine, weiß auch nicht, Schoko-Candy-Suppe oder so. Ja, ich bin echt gespannt, ob dein schmeckt, Lan. Ich bin wirklich gespannt. Ist nicht Wassermelone eigentlich auch ein Gemüse? Ich meine schon. Nein, ist Obst. Ich glaube schon. Nein, das, ich glaube, ist Wassermelone Obst. Ist Gemüse. Nein. Doch, das habe ich mal gehört. Egal, tu jetzt rein. Iu. Warum ist das so ein Schaum? Oha, das sieht voll schön aus. Reicht das? Ja, ich glaube schon, weil Sahne noch raufkommt. Werden. Letzte Runde. Und zwar hat jeder von uns Sahne. Das werden wir beide gleich raufmachen, weil, ja, gehört einfach irgendwie dazu. Vor allem, wenn man ein Topping raufmachen möchte. Und ja, das gehört einfach zu richtigen Milchshake dazu. Deswegen haben wir es einfach so genommen. Das muss man jetzt nicht auswählen oder sowas. Das Topping, Leute. Das haben wir einmal Einhornstreusel. Wir haben Marshmallows, Mini-Marshmallows und kleine Haribo-Gummibärchen. Was nehme ich? Machen wir erstmal die Sahne rauf? Ja. Oh. Das kommt voll fett raus. Die Sahne sieht richtig gut aus. Nice. Und jetzt das Topping. Was wähle ich? Ich glaube, ich weiß schon. Und was nehme ich? Marshmallow. Ja! Marshmallows natürlich. Ich liebe Marshmallows und
Ja, wenn ich schon die Wahl hätte, Streusel sind einfach mir zu hart dafür. Deswegen, ja, Marshmallows. So, da sieht man meinen. Eigentlich sieht der ganz lecker aus, muss ich sagen. Das ist Lans. Oh, voll schön. Warum ist das Leberwurstfarbe? Sollen wir erstmal unsere eigenen probieren und ja, dann gegenseitig? Okay. 1, 2, 3. Ich schmecke Donut extremst raus. Schmeckt ein bisschen auch frittiert. Und ich schmecke Nutella. Mir schmeckt eher so wie so ein Smoothie, so breiig. Okay, also meins. Jo, ich will es gar nicht probieren. Schmeckt richtig künstlich. Ich weiß nicht nach was. Auf jeden Fall schmeckt es ein bisschen nach Gemüse, nach Gurken oder so. Ich hab doch gesagt, Wassermelone ist ein Gemüse. Okay. Mensch, okay, probier mal mein. Das ist kleckert. Okay, jetzt kommt. 1, 2, 3. Es schmeckt echt nach Gurke. Wie Gurkenwasser, Digga. Ich schmeck noch nicht mal Milch. Das schmeckt aber noch nicht mal nach Wassermilch. Das schmeckt einfach nach Gurke, Leute. Ein Gurkenmilchshake. Deins schmeckt ein bisschen säuerlich. Was? Sauer? Woher? Vielleicht von den Erdbeeren. Ja, ja, stimmt. Von den Erdbeeren, ja. Das kann sein. Vielleicht waren die noch nicht ganz so reif. Ein bisschen nach Kartoffeln. Und Haselnuss. Ja, Haselnuss wegen Nutella. Das war's. Boah, nee, das ist einfach nur furchtbar. Das ist genauso furchtbar. Schmeckt das auch noch mit Donut so drin? Ich glaube nicht. Bei dir schmeckt man überhaupt nicht, dass ein Donut drin ist, um ehrlich zu sein. Es schmeckt einfach extrem nach Gurke. Ich finde, Lana hat sich eigentlich relativ gut geschlagen, muss ich sagen. Also einiges hat sie echt gut erraten. Nur der Start war nicht so ganz so gut. Haben wir telepathische Kräfte? Ich weiß es nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye!